Servus und herzlich willkommen. Im letzten Video habe ich dir die App Insta360 Studio 2021 Version 4 für das Desktop, also für deinen PC oder Mac, vorgestellt. Wie sie herausgestellt hat, auch in dieser Version ist es nicht möglich, mehrere Filme zu einem Film zusammenzufassen, sondern du kannst nur die einzelnen Clips schneiden und speichern. Daher habe ich mir gedacht, ich schaue nach einer App, die kostenlos ist, genau wie die von der Kamera, und dir die Möglichkeit gibt, dass du die Filme zusammenfügen kannst zu einem Film. Ich habe das jetzt auf Windows-Basis gemacht. Ich arbeite zwar auf dem Mac, da aber die meisten mit Windows arbeiten, habe ich etwas für Windows gesucht. Ich wechsle jetzt zu Windows und öffne die App Shotcut. Diese kannst du im Internet runterladen, sie ist absolut kostenfrei und hat eine Oberfläche wie die meisten Schnittprogramme. Aber du wirst sehen, es ist relativ einfach. Du kannst hier sehr schnell deine Clips zusammenschneiden, ohne dich groß einarbeiten zu müssen. Wenn du die App startest, ich gehe jetzt mal in Vollbildmodus, wird dir ein neues Projekt vorgeschlagen. Ich schreibe jetzt einfach vielleicht mal hier rein YouTube. Und den Videomodus lasse ich auf automatisch, dann übernimmt er den von deinen Clips los. So, hier drüben haben wir die Wiedergabeliste und hier die Vorschau. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Dateibrowser. Ich habe hier zwei Clips vorbereitet, die ziehe ich einfach hier rüber. Das war das erste, gehen wir zurück. Und der zweite Clip. So. Jetzt sind die Clips in dem Videoeditor drinnen. Wir nehmen den ersten Clip und ziehen ihn runter in die Zeitleiste. So, das sieht aus wie bei anderen Schnittprogrammen auch. Jetzt ist der Film hier unten drinnen. Und jetzt nehmen wir gleich noch den zweiten und ziehen ihn dahinter. So, wir gehen mal da auf die gleiche Höhe. Jetzt haben wir die beiden Clips in einem Bereich der Zeitleiste drinnen, so dass sie zusammen exportiert werden können. Wenn du die Clips nicht nur aneinanderreihen willst, sondern du möchtest sie irgendwie etwas überblenden, ist es hier sehr einfach gelöst. Du nimmst den hinteren Clip, der überblendet werden soll, klickst drauf, bleibst mit der Maus drauf und ziehst ganz leicht nach links. Jetzt entsteht hier so eine kleine Fläche. Diese Fläche ist Überblendung. Wenn du hier, wenn die Hand drauf ist, rechts klickst, dann siehst du hier ein Pull-Down-Menü und du gehst auf Eigenschaften. Hier ist die Voreinstellung Auflösen. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten, das musst du ausprobieren. Ich lasse jetzt mal auf Auflösen stehen. Und die, so weit, wie du das Video über das andere drüber schiebst, so lange dauert die Überblendung. Also jetzt gehen wir wieder hier auf die Wiedergabeliste und stellen wir mal den Cursor hierher. Moment. Stellen wir hierher. Ich muss dazu sagen, ich habe das Windows auf dem Mac stehen und sozusagen das läuft es nicht so gut. Es ist etwas ruckelig. Ich starte das Video und jetzt siehst du hier die Überblendung in das andere Video rein. Okay. Stopp das wieder. Jetzt haben wir die beiden Videos zusammengeschnitten und auch überblendet. Ich habe jetzt noch ein Musikstück geladen aus dem Internet. Deswegen gehen wir hier einfach in den Bereich der Zeitleiste auf Spurbearbeitung und sagen, wir legen eine Audiospur noch an. Gehen wir wieder auf den Dateibrowser. Hier ist das Lied. Ziehen wir das da rein. Und dieses Musikstück, das ziehen wir jetzt auf diese Audiospur. Schieben wir es nach vorn. Und dann sehen wir, dass das zu lang ist. Und dann gehen wir mit unserer mit unserem Zeitleistenmarker an den Schluss. Und hier oben auf das Schneidenwerkzeug drinnen. Zack. So. Jetzt, Moment, das war nicht aktiviert. Jetzt ist es aktiviert, du siehst es an den roten Linien.
Jetzt klicken wir drauf, jetzt ist durchgeschnitten, markieren wir das hintere und löschen das weg. So, damit das hinten nicht abrupt aufhört, möchten wir, dass das Ganze sozusagen sanft ausläuft. Wir klicken die Tonspur an, gehen auf Filter in diesem Bereich und auf das Pluszeichen einen neuen Filter anlegen und sagen, das Audio soll ausgeblendet werden. Hier ist bloß eine Sekunde vorgegeben. Ich klicke ein bisschen nach oben. Vielleicht 2 Sekunden. So, genau. Und du siehst hier an dem grauen Dreieck, dass hier das ausgeblendet wird. Das gleiche können wir dann auch machen für das Video. Wir klicken das Video an und sind jetzt noch im Filterbereich, legen einen neuen Filter an und sagen hier jetzt das Video ausblenden. Und hier gehen wir auch wieder nach oben. Auch vielleicht so 2 Sekunden. Genau. Und jetzt wird das Video auch ausgeblendet. Du könntest jetzt auch noch einen Titel einblenden, wenn du das möchtest, dass du sagst, der Film soll auch einen Titel haben. Geh mal auf das vorherige, auf den vorderen Videoclip und schneiden den vielleicht hier durch. Gehen wir also so mit dem Marker hier hin. Der Clip ist markiert und schneiden den durch. Dann markieren wir das vorderste Stück, gehen wieder hier rauf und sagen einen Filter anlegen. Also wenn, hier ist die Wiedergabeliste und hier wieder Filter. Den Filter ergänzen und jetzt nehmen wir einen Text. Hier ist die Standardeinstellung vorgegeben. Du brauchst also jetzt nur in das Rechteck zu klicken und beispielsweise gebe ich jetzt ein Mein Film. Es ist ähnlich wie in Word. Gehst auf Mittelsatz, dann kannst du das jetzt ein bisschen runterziehen, sagen wir bis hierher. Die Größe könntest du verändern, das kannst du auch hier machen. Die Position könntest du auch über die Parameter einstellen. Hintergrundfarbe könntest du geben und so weiter. Das musst du einfach ausprobieren. Dann gehen wir wieder hier rüber. Und jetzt haben wir den Film in Anführungszeichen zusammengeschnitten. Jetzt ist das nächste, gehen wir mal hier auf Wiedergabeliste, dass wir das Ganze exportieren. Dazu gehen wir hier oben auf Exportieren und wählen hier aus, nehmen wir hier das H264 Baseline von der Zeitachse. Also von der Zeitachse soll es exportiert werden. Konfigurierung lassen wir weg. Erweitert. Schauen wir uns hier das nochmal an. MP4 von der Zeitachse 1920 mal 1080, 16 zu 9. Das ist alles drin. Bei Interpolation können wir das Beste einstellen. Hier haben wir das 264. Das können wir eigentlich alles so stehen lassen. Und dann gehen wir einfach auf Datei exportieren und der Name wird vom vorgeschlagen YouTube. Jetzt gehen wir auf Speichern und der Film wird gerendert. Und das siehst du hier rechts oben, es sind jetzt 0% und jetzt fängt er an hier zu rechnen. So, jetzt ist der Film fertig gerechnet. Das heißt, er ist exportiert. Liegt es jetzt mal nach unten. Und wir sehen hier YouTube, der Film ist fertig. Wir werden uns jetzt den Film noch anschauen, wie er zusammengeschnitten ist, die Übergänge. Und ich sage hier schon mal danke fürs Zuschauen. Du kannst aus der App noch mehr rausholen, aber ich wollte dir nur zeigen, wie du mit ganz wenigen Klicks mit dieser App Shotcut ganz schnell deine Videos zusammenschneiden kannst zu einem fertigen Film, wenig Aufwand, keine Kosten. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Servus.